ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur letzten Most Actives in dieser Woche. Also war ja eine ziemlich krasse Woche. Jetzt ist sie fast vorbei und es sieht doch versöhnlich aus. Wir erinnern uns, es ging in dieser Woche ja zeitweise auch schon ausverkaufshaft runter. Das war am Dienstag dann die Erholung. Ja, jetzt am Freitag sehen wir dann doch auch den DAX ordentlich im grünen Bereich. Wobei, also wir hatten positive Konjunkturdaten aus Deutschland, wir hatten positive Unternehmenszahlen. Also Berichtssaison läuft ja noch munter weiter. Gerade was Adidas und Siemens heute vorgelegt haben, das kam gut an. Und natürlich hatten wir eine Börsenrallye an den US-Börsen gerade wieder gesehen. All das hat uns angeschoben. Aber um 14.30 Uhr gab es heute ja die US-Jobdaten. Und da hatten wir ja sehr, sehr gespannt drauf gewartet. So nach dem Motto, wenn sie jetzt zu gut ausfallen, dann wird die Fed vielleicht doch irgendwie schneller die Zügel straffer ziehen in ihrer Geldpolitik. Jetzt sind sie aber eigentlich eher so zum Teil enttäuschend ausgefallen. Trotzdem, der Markt schwächelte so ein bisschen. Also wir sind immer noch komfortabel im Plus unterwegs, aber eben ein paar Pünktchen weniger Plus als noch um die Mittagszeit. Da waren wir nämlich mal über der 15.400, ganz so hoch sind wir jetzt gerade im Moment nicht mehr. Aber wir schauen jetzt am Freitagnachmittag erstmal auf die meistgehandelten Aktien heute beim Online-Broker Flatex. Und wie gewohnt erstmal der Blick auf die Kaufseite. BioNTech, CureVac, Neil, VW und ITM Power tummeln sich da. Ja, wir haben jetzt gerade gehört, Neil und ITM Power, beides ja Wasserstoffwerte. Und da gibt es gerade eine Studie dazu. Wir erinnern uns, die Wasserstoffaktien haben ja zuletzt richtig einen abbekommen. Also da ging es ordentlich runter. Hauptgrund ist der starke Anstieg im letzten Jahr. Aber dass es da jetzt eben so ganz schön gescheppert hat in dem Sektor, hat jetzt zum Beispiel JP Morgan diesen Abverkauf zum Anlass genommen und hat eben eine Studie zu diesen Wasserstoffunternehmen erstellt. Und deswegen fangen wir jetzt mal mit Neil an. Da sagen die JP Morgan-Analysten nämlich die Einstufung auf neutral belassen. Und den Analysten zufolge ist der Ausverkauf bei der Neil-Aktie überzogen gewesen. Deshalb haben sie dann das Kursziel auch bei 28 norwegischen Kronen belassen. Damit ergibt sie noch ein Kurspotenzial von rund 50%. Und wir schauen direkt weiter auf einen weiteren Wasserstoffwert, der eben auch in der Studie vorkam. ITM Power nämlich, also ja auch gerade auf der Kaufseite hier entdeckt. Und das ist eher so der Favorit von JP Morgan. Die Aktie des britischen Elektrolyse-Spezialisten haben sie nämlich mit Overweight bewertet und einem Kursziel von 700 britischen Pence, also ungefähr 8,07 €. Noch optimistischer sind allerdings die Analysten von Barclays. Ja, und der Kollege Laurenz Föhn vom Aktionär, der hat dazu geschrieben, die Aktien von Neil und ITM Power sind unter den jeweiligen Stoppkurs vom Aktionär gefallen. Also falls so nicht geschehen, sichern Anleger ihre Gewinne, sollten ebenfalls Kasse machen. Am Freitag starten beide Wasserstofftitel eine charttechnische Gegenbewegung. Allerdings dürfte es mit einer schnellen und nachhaltigen Trendwende schwierig werden, da der Sektor extrem angeschlagen ist. Also jetzt quasi hier mal der Rundumblick bei den Wasserstoffaktien hier. Und jetzt gucken wir erstmal weiter auf die Verkaufsseite. BioNTech, ITM Power hier allerdings auch und Neil auch, außerdem CureVac und Adidas. Bei Adidas gab es Zahlen, wie gesagt, die kamen gut an. Die Aktie heute einer der Spitzenreiter, also eigentlich der Spitzenreiter im DAX, denn man hat Q1-Zahlen vorgelegt und das sah ziemlich gut aus. Man hat die Profitabilität gesteigert, man hat die Erwartungen der Analysten getoppt, man hat die Prognose angehoben. Ja, das kommt eigentlich an der Börse meistens gut an, so eine Mischung. Das schreiben jetzt die Kollegen vom Aktionär dazu. Carsten Kaletta hat hier geschrieben, Adidas ist, wie die Quartalszahlen belegen, zu 121 gut aus den Startblöcken gekommen. Also er bleibt da im sportlichen Bild. Auch die erhöhten Prognosen kommen bei den Anlegern gut an. Der Aktionär ist für den Titel weiterhin optimistisch und empfiehlt investierten Anlegern, auf dem Spielfeld zu bleiben. Das war's für diese Ausgabe der Most Actives am Freitag. Jetzt wünsche ich Ihnen natürlich erstmal ein wunderbares Wochenende. Passen Sie auf sich auf und machen Sie es gut. Und wenn Sie wollen, nächste Woche gibt es natürlich wieder Most Actives. Tschüss.